Hey Gülşan, wir sind jetzt wieder mal so in einer geheimen Mission unterwegs für Zweifel-Chips-Experten. Nice. Ja. Und die Leute haben gesagt, die Strassenumfrage, sie wollen einen Schweizer Geschmack. Natürlich haben die Leute auch gesagt, was sie mit der Schweiz verbindet, ist Käse. Ist logisch. Und was müssen wir als Zweifel-Chips-Experten machen? Wir müssen das so richtig fühlen. Darum gehen wir in eine Käserei und machen doch Käse. Ich als Veganerin habe da überhaupt kein Problem damit. Ja. Top. Zweifel präsentiert dir die World Championships 2014. Ihr habt euch Geschmacksweltmeister gewählt. Deutschland, Schweiz und Brasilien. Zweifel produziert für diese Länder je eine eigene Chipsorte. Aber wie sollen die schmecken? Für das haben wir die Leute auf der Straße gefragt. Wann du an die Schweiz denkst? Alles, was ein bisschen mit Käse zu tun hat. Käse und Wein und Schoki. Käse, Fondue, Raclette. Käse, auf jeden Fall, das ist Fondue. Jetzt sind Gülşan und Julian als Chips-Experten unterwegs. Die beiden zeigen auf ihrer Mission, was sie alles bereit sind zu machen für die besten Chips. Für das gibt es die ultimative Länder-Challenge. Heute Käse machen in der Schweiz. Du bist frisch hier oben, hast du gemerkt? Ja, aber ist mir egal. Das hält mich nicht davon ab, dass wir wieder Challenges machen, oder? Ich will meinen. Ja, und da kommt da unser Challenge-Master. Der Chef vom Käse. Guten Morgen. Guten Morgen. Julian. Daniel. Ja, freut mich. Gülşan, du bist also der Master Käse von hier. Ja, da bin ich. Und wir werden jetzt zusammen Käse produzieren, wenn wir vorher auch noch Kühe melken. Nein, wir tun gerade die Daten. Also Stiefel, Schoss, ist alles da. Also, wenn Stiefel. Freut mich, ja. Gut. Lassen wir los. Ja. Der Käse ist 8 Kilo ein Leib. Oh, es gibt auch so Yoga in 36 Grad Räumen, so Bikram-Yoga heisst das, glaube ich. Das ist genau da, einfach Schweiz. Also ich nehme einen, den anderen kannst du nehmen, Julian. Es ist mega streng und ich bin wirklich nicht ein Schwächling, oder? Ich komme aus dem Balkan, weißt du, was ich meine? Nein. Wir sind die Sachen gewöhnt. Ja. Aber Kraft habe ich einfach keine da oben. Ja! Jetzt können wir noch Käse verschneiden. Hier passiert 200 Gramm Stück abschneiden und schön einpacken. Und schauen, wer näher ist. Hier haben wir das Messer. Das ist genau 200 Gramm. Da haben wir die Waage. 2,5 9 Kilo. Also was? Also, lass mich jetzt. Ich fange ja, du musst dir helfen. Nein, ich helfe dir nicht. Ich bin für mich also, rechnen. Ich brauche ein bisschen weniger als 10% von diesem Leib. Haben wir Klebeband? Ja, ja. Vorne ist ein bisschen Schäbs geworden. Julian, Ruhe. Es muss ja auch schnell gehen und doch noch schön aussehen. Und das ist nicht so schlecht, wenn es im Kühlschrank so liegt. Bin ich da? Das ist korrekt. Go for gold. Gülşan, du hast doch schon mal so im Verkauf geschafft. Du hast natürlich jetzt einen Vorteil da. Das stimmt, ja. Ich habe auch Käse verkauft, einfach anders. Das sieht gut aus. Ja, jetzt kommt es auf das Gewicht drauf an. Also, die Stunde der Wahrheit. Ja. Aber bevor wir es abmessen und herausfinden, wer das tatsächlich der bessere Schweizer ist oder besser herausgefunden hat, wir mal Käse sagen. Was Käse quasi Kultur bedeutet, kannst du mittippen. Du kannst jetzt auf die Adresse gehen, du kannst voten und sagen, bei Julian sieht es noch mehr aus, der hat sicher eher 200 Gramm oder ob ich eher 200 Gramm habe. Was bringt dir das, wenn du gehst voten? Du kannst Preis gewinnen. Also, wir schauen jetzt. Ja.